Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Mein Name ist Kato und ich spiele heute mit euch, wie man schon sehen und auch vor allem hören kann, Game of Thrones, das Rollenspiel. Für alle die, die nichts mit Game of Thrones anfangen können, was ich nur schwer glauben kann. Game of Thrones ist die Fernsehserie zu den Büchern Das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin, welche in einer Fantasy-Mittelalter-Welt namens Westeros spielt, obwohl ich weiß gar nicht, wie die Welt heißt, an sich im Großen und Ganzen, aber der Kontinent, wo es hauptsächlich spielt, ist Westeros. Und ich hoffe, ich habe die Musik nicht zu laut und krieg auch keinen Copyright-Strike wegen der, das wäre irgendwie dumm. Aber ich liebe diese Musik einfach. Mittlerweile gibt es auch 6 Staffeln dieser Serie und ich habe auch alle 6 gesehen. Und ja, wer dieses Let's Play guckt, dem würde ich raten, vielleicht vorher auch die Serie zu gucken, weil ich weiß nicht, wie stark man nicht durchblickt bei dem Spiel, weil das ist jetzt vollkommen blind für mich, dieses Spiel, oder ja, oder wie welche Anspielungen man so dann nicht versteht auf die Serie. Also ich würde sie vorher gucken und es lohnt sich auch. Es ist eine wirklich super gute Serie. Ich habe sie leider auch erst dieses Jahr angefangen. Vollkommen unberechtigt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Das ist eigentlich eine Schande, dass ich erst so spät angefangen habe. Aber naja. Zum Spiel, beziehungsweise was so Spoiler angeht zur Serie, versuche ich mich in Grenzen zu halten. Wenn das Spiel spoilert, kann ich natürlich nichts dafür. Es geht aber auch, glaube ich, nur bis zum Ende der ersten Staffel, so von der Story her. Also groß spoilern kann es nicht. Und dann habe ich jetzt auch genug geredet. Und ich starte einfach mal ins Spiel. Nehmen wir mal den normalen Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, so schwer ist das Spiel nicht. So. Ich hoffe, ich habe auch die Grafik und so alles kompatibel eingestellt. Game of Thrones. Wenn man das Spiel um die Throne spielt, gewinnt man oder man stirbt. Ich glaube, das hat Tyrion Lannister gesagt. Bin mir aber nicht sicher. Das Jahr 298, Westeros, Reich der 7 Königslande. Die Welt hat sich gewandelt. Das Feuer der Königslinie der Targaryen ist nach Jahrhunderten der Herrschaft über die 7 Königslande erloschen. Robert Baratheons Rebellion hat die meisten großen Häuser unter einem Banner vereint und damit den Fall der Targaryen herbeigeführt. Daher bestieg er vor 15 Jahren den Eisernen Thron und wurde Lord der 7 Königslande. Weit entfernt von den Machtspielen und politischen Intrigen, weit im Norden, wo der Winter niemals zu enden scheint, teilt eine Grenze den Kontinent in 2, die Mauer. Die Nachtwache hütet sie seit Tausenden von Jahren und schützt das Reich um jeden Preis vor Angriffen der Wildlinge und anderen Bedrohungen jenseits der Mauer. Die Gefahr ist allgegenwärtig, die Kälte bitter und der Tod süß für jene, die fallen. Es gibt Zeiten, in denen selbst der tapferste Krieger aufgibt und versucht, der weißen Hölle zu entkommen. Ja, das war das Intro. Irgendwo südlich der Mauer. Und, Varys hat schon mal seine Originalsynchronstimme aus der Serie. Das gefällt mir. Ich hoffe, das zieht sich auch weiterhin durch das Spiel. Ja, spielen. Gerne. Thank you.
Ich wusste, dass er dich schickt, Maus. Verdammter Mormont. Du musstest es sein, nicht wahr? Es ist vorbei, alter Bruder. Du weißt, dass die schwarze Festung auf dich wartet. Tot oder lebendig. Warum lässt du mich nicht entkommen, der alten Zeiten willen? Wir sind doch Brüder. Du hast uns mit deiner Flucht verraten, mein Freund. Es ist meine Pflicht, dich zurückzubringen. Du weißt, es gibt nur einen Weg, die Nachtwache zu verlassen. Tut mir leid, Moss, aber du lässt mir keine Wahl. Oh, verdammt! Ja, sehr strenge Regeln da bei der Nachtwache. Kapitel 1, Mors. Heute. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 lange Jahre sind vergangen, seit ihr eure Familie und euer Land verlassen habt, um die eisigen Lande der Mauer zu durchwandern. Das alleinige Bollwerk gegen die aus dem Norden aufziehende Dunkelheit. Ihr habt das Verbrechen begangen in einer Welt, die aufgeteilt ist in jene, die befehlen und jene, die gehorchen, rechtens zu handeln. Dafür wurdet ihr vor die gleiche Wahl gestellt wie alle Kriminellen und Verräter im Reich. Tod oder das Leben im Exil in der Nachtwache. Aber wäre der Tod nicht eine viel angenehmere Wahl gewesen als ein Leben voller Entbehrung und Gewalt? Alle haben diesen trostlosen, im ewigen Winter verlorenen Ort vergessen. Die Mauer entzieht jenen, die sie patrouillieren, langsam jeden Funken Leben und stiehlt ihren Seelen den letzten Rest Wärme. An diesem düsteren Tag, nachdem ihr einen Deserteur aufgespürt habt, kehrt ihr an den Ort zurück, den ihr euer Zuhause nennt. Das Hauptquartier der Nachtwache, die Schwarze Festung. Kennt man auch aus der Serie, wir wandeln hier scheinbar auf den Spuren von Jon Schnee. Obwohl ich glaube, das Spiel beginnt mit seiner Handlung etwas vor der Serie. Mors Westford. Ihr spielt Mors, einen Grenzer der Nachtwache, der militärischen Einheit, die enorme Mauer beschützen und instand halten soll, die das Reich der Sieben Königslande von der Wildnis im Norden trennt. Ihr werdet von eurer bewegten Vergangenheit gequält. Ihr seid ein Veteran und Held der Rebellion Robert Baratheons, durch die alte Ordnung auf den Kopf gestellt wurde. Damals hintergingt ihr jedoch euren Herrn und musstet infolgedessen eure Familie und eure Heimat zurücklassen, um an der Mauer zu dienen, weit weg von der wärmenden Liebe eurer Frau und eurer Tochter. Okay. Ah, ja, die Charaktererstellung, die kenne ich. Das habe ich nämlich in einem Let's Play gesehen. Es gibt ja, glaube ich, drei Charakterklassen. Die erste Klasse wäre der Lehensritter. Der Lehensritter ist in den Kriegskünsten bewandert und verfügt über ein enormes strategisches Wissen. In der Regel misst der Defensive einen höheren Stellenwert als der Offensive bei, weswegen er häufig eine schwere Rüstung und einen robusten Schild trägt. Also der Tank. Es hatte so, geht vom Kampfsystem her so in Richtung Neverwinter Nights 2 Dragon Age, was ich auch wieder sehr cool finde. Bevorzugte Ausrüstung, Schwerter, Streitkolben, Kurzklingwaffen, schwere Rüstung, Hauptfertigkeiten, Klasse, Verteidigung. Ihr seid in der Lage, lange Kämpfe zu führen, wodurch eure Überlebenschancen steigen. Die Fertigkeitenklasse erfordert die Verwendung einer Einhandwaffe und eines Schildes. Sekundäre Fertigkeitsklasse Stufe 7, Elite-Ritter, Beherrschung oder Kampfrausch. Dann den freien Ritter. Ein freier Ritter ist ein erfahrener und zäher Kämpfer, der sowohl den Nahkampf als auch den Fernkampf beherrscht. Er bevorzugt jedoch den Nahkampf und setzt dabei zweihändige Waffen ein, um hohen Schaden zu verursachen. Gleichzeitig ist er selbst dazu in der Lage, Schaden abzuwenden. Bevorzugte Ausrüstung, Schwerter, Streitkolben, Stangenwaffen, schwere Rüstung. Hauptfertigkeitenklasse Beherrschung, was das alles heißt, weiß ich um ehrlich zu sein nicht. Ihr nutzt eure Körperkraft, um eure Gegner zu bezwingen. Diese Fertigkeitsklasse erfordert die Verwendung einer Zweihandwaffe. Sekundäre Fertigkeitsklasse Stufe 7, Elitekrieger, Verteidigung oder Geschick. Wäre auch dämlich, Verteidigung zu nehmen dann, aber naja. Magna. Der Magna ist ein gefürchteter Kämpfer, der vor allem den Nahkampf sucht und für eine gewöhnlich raue Gewalt der Finesse sofort sieht. Er hält in jeder Waffe eine Waffe und in jeder Hand eine Waffe und nicht in jeder Waffe eine Waffe, würde keinen Sinn machen, und trägt eine mittlere Rüstung. Er ist somit verhältnismäßig beweglich und stirbt auf seine Gegner zu. Bevorzugte Ausrüstung, extra Hämmer, Kurzklingwaffen, mittlere Rüstung, Hauptfertigkeit, Klasse, Kampfrausch. Er legt ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag, bis er nahezu einer Bestie gleicht. Diese Fertigkeitsklasse erfordert die Verwendung von zwei Waffen. Sekundäre Fertigkeitsklasse Stufe 7, Berserker, Beherrschung, Intensität. Und das war es auch schon in der Charakterklassen. Leider gibt es keinen Fernkämpfer oder eine allgemeine Schurkenklasse, was mich ein bisschen stört und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich nehmen soll.
Tank. Ich bin eigentlich nicht so gerne Tank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hau lieber drauf. Ich glaube, ich gehe mal in die volle Offensive und nehme den Magna. Ich werde es höchstwahrscheinlich bereuen, aber es ist mir egal. So. Attributsverteilung. Stärke. Stärke erhöht den verursachten Schaden, die Intensität eurer kritischen Treffer und die physische Widerstandsfähigkeit gegen Treffer. Er erleidet bei einem Treffer weniger Schaden. Das klingt an sich ganz gut. Gewandtheit. Gewandtheit erhöht die Geschwindigkeit und Genauigkeit eurer Angriffe und macht es euren Gegnern schwerer, euch zu treffen. Abwehren erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass euer erlittener Schaden um 2/3 geringer ausfällt oder dass ihr den Angriff gänzlich ausweichen könnt. Glück. Glück erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zusätzliche Beute findet, sowie die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Nach einem erfolgreichen Abwehrmanöver erhöht Glück zudem die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ausweichen könnt und somit keinen Schaden nimmt. Ausdauer. Ausdauer erhöht die Lebenskraft, wie auch die getragene Rüstung, verbessert die Lebensregeneration während eines Kampfes und beeinflusst den Energiebedarf eurer Fertigkeiten. Intelligenz. Intelligenz erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Preisnachlasses auszuhandeln, die Energieregeneration während eines Kampfes und die Anzahl von Kampfpunkten, die mit jeder Stufe für Waffen und Rüstung erhalte. Da möchte ich doch gerne direkt einen Punkt draufsetzen. Dann 2 in Stärke. Und vielleicht nochmal einen Glück und einen Ausdauer. Ja. Das scheint mir doch ganz akzeptabel. Ja, der Fertigkeitsbaum. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier schlauer ist, danach zu gehen, welche Fähigkeit man auf dem Weg besser braucht oder die, die am Ende sind. Ich jetzt einfach mal nach, also die hier oben müssen wir auf jeden Fall nehmen. Kampfrausch. Ihr versetzt euren Gegner einen Hieb und verursacht eine blutende Wunde. So, was haben wir hier hinten? Todesstoß. Liegt dein Gegner am Boden, versucht ihr ihn den Todesstoß zu versetzen. Okay. Selbstbeherrschung. Ihr schafft es im Kampf zwischen Wahnsinn und klarem Geist ein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Wenn ihr zum Berserkert werdet, ihr verliert nicht länger die Kontrolle über euren Charakter. Ihr zieht eurem Gegner mit jedem Angriff 40 Leben ab. Lebenspunkt ab. Ist das viel? Also ich würde ja jetzt auf die Selbstbeherrschung setzen. Deswegen, was haben wir hier? Vergeltung. Ihr übt Rache für jeden kritischen Treffer, den ihr einstecken müsst. Wenn ihr einen kritischen Treffer einsteckt, bewirkt euer nächster Angriff, dass euer Gegner für 8 Sekunden blutet. Passive Fähigkeiten sind immer gut. Ich glaube, wir gehen dann auch direkt den Weg hier runter. Blutrausch. Punkte 1, Energiebedarf 17. Ihr treibt euch und alle eure Verbündeten im Kampf an. Wirkung Blutrausch 30 Sekunden, Schaden plus 20%, Angriffsgeschwindigkeit plus 15%. Das klingt doch ganz nett. Nehmen wir es mal. Ach, Kampfpunkte. Okay, hier lese ich jetzt aber... Ach doch, es... Ach stimmt, bei dem einen stand ja... benutze auch Fernkampfwaffen. Na, ich gehe jetzt nicht wieder zurück. Nehme ich halt den Nahkämpfer. Dachte, es gäbe keine Fernkampfwaffen. Äxte... Kurzklingenwaffen. Ich würde eigentlich gerne mit Schwertern oder sowas kämpfen, wenn es das gibt. Keine Ahnung. Treiben wir mal irgendwie alle so ein bisschen hiervon hoch. So. Ich verbrate automatisch 2 Punkte. Ja, machen wir es einfach mal ein bisschen so. Und dann setzen wir, keine Ahnung. Ach, die extra auf 19 und das hier auf 19. Ja. Pff. Ausgewogener Charakter. So, was haben wir hier? Ach, Vorteile, Nachteile. Es muss ein Gleichgewicht zwischen Stärken und Schwächen bestehen. Ihr könnt bis zu 3 Stärken auswählen. Lese ich hier alle vor? Wie viele sind es denn? Sind aber ganz schön viele. Na gut, ich lese es trotzdem mal alles vor, wir haben ja Zeit. Geborene Anführer. Eure Führungsqualitäten motivieren eure Verbündeten, eure Gruppenmitglieder und eure Verbündeten. Charme plus 7% für euer Gruppenmitglied und alle Verbündeten. Und das hier auf der anderen Seite ist immer das, der komplette Gegenteil.
Klingt ganz nett, dass es aber 4 Punkte braucht, durch dass er mit, keine Ahnung, mit so vielen Schwächen hier ausgleichen müsste, nehme ich das nicht. Blutdurst. Der Anblick von Blut steigert euer Verlangen nach einem anständigen Kampf. Wenn euer Gegner den Status Blutung aufweist, Schaden plus 15%. Akrobat. Durch eure Gleichgewichtssinn verbessert sich eure Fähigkeit, Schläge abzuwehren. Abwehren plus 5. Nee, begab. Euer Verlangen erlaubt es euch, beim Erlernen von Fertigkeiten schnell Fortschritte zu machen. 2 zusätzliche Kampfpunkte pro Stufenaufstieg. Das klingt an sich ziemlich cool. Heilkunde. Ihr erhaltet 15% mehr Lebenskraft, wenn ihr euch mit einem Heiltrank heilt. Giftmischer. Dank eurer Kenntnis auf dem Gebiet der Gifte seid ihr in der Lage, diese effektiver einzusetzen. Giftdauer plus 3 Sekunden. Rohling. Eure ungezügelte Kraft überwältigt die überforderten Gegner und kann dazu führen, dass sie betäubt werden. Minus 2% die Wahrscheinlichkeit, bei jedem Angriff einen Gegner für 3 Sekunden zu betäuben. Ja, das ist doof. Reaktion schnell. Die zahlreichen Kämpfer haben eure Reaktionsfähigkeit erhöht, weswegen wir instinktiv verheerenden Schlägen entgeht. Schadenswiderstand gegen kritische Treffer plus 10%. Abenteuer. Er verfügt über hochentwickelte Sinne. Wahrscheinlichkeit eines Beutesbonuses plus 5%. Treffsicher. Ihr führt eure Schläge mit hoher Genauigkeit durch, wodurch ihr die Schwachstellen in der Rüstung eures Gegners ausnutzen könnt. 1%ige Wahrscheinlichkeit bei jedem Angriff für 6 Sekunden den Status Blutung hervorzurufen. Ja toll, einer von 100 Angriffen ist ja super. Beidhändig, ihr seid besonders gut darin, mit einer Waffe in jeder Hand zu kämpfen. Nö. Assassini, ihr versteht euch auf den Einsatz kleiner Handwaffen, Dolche und Kurzschwerter. Angriffsgeschwindigkeit plus 2% mit Dolche oder Kurzschwertern. Kraftbord. Dank eurer Statur seid ihr effektiver bei der Verwendung schwerer Zweihandwaffen. Nö. Geschickt. Durch eure Geschicklichkeit seid ihr bei Verwendung von Fernkampfwaffen effizienter. Ah. Jetzt reizt es mich doch, Fernkampfwaffen zu nehmen, aber ist egal. Der hier ist ja auch cool. 2-Waffenkampf ist auch immer super. Seid ein Experte darin, Schläge mit eurem Schild zu parieren. Bla bla bla. Irgendwie klingt das alles ziemlich scheiße. Ich würde jetzt einfach... Wo war es denn? Begabt würde ich gerne nehmen. Dafür... Bitte... Grauschuppen? Nee, Grauschuppen ist so eine Krankheit. Giftwirkungsdauer plus 3 Sekunden. Müsste ja... Ja, komm, 3 Sekunden mehr Gift. Ich glaube, das wird auch nicht die Welt kosten. Pyrophobie, kollabierte Lunge. Minus 2%, das ist eigentlich nicht so viel. Paranoid. Psychopath. Bei Minusprozent für jeden. Nee. Was nehme ich denn dann noch? Aufmerksam. Minus 2% sind, glaube ich, verkraftbar. Irgendwie gefällt mir das hier alles nicht, außer vielleicht noch der Blutdurst, aber du müsstest ja auch für sie halt so viele negative Sachen nehmen, dann mache ich das nicht. Und war es das jetzt? Die Charakterstellung ist abgeschlossen. Verbleibende Punkte können auch später noch auf der Charakterseite verteilt werden. Charakterstellung bestätigen, um zum Spiel zurückzukehren. Ja, starten wir ins Spiel. Wir haben ja noch 8 Minuten. Schwarze Festung. Es hat sich seit unserem ersten Tag nichts geändert. 15 Jahre. Erinnerst du dich, Mons? Wir waren damals so stark. Weißt du, ich habe wirklich mal an die Mission der Nachtwache geglaubt. Du hast dich verändert. Ich hätte nie gedacht, dass du uns verraten würdest. Tja, du hast dir schon immer die falschen Freunde ausgesucht. Kaum warst du hier, hast du schon die Schädel von 3 Brüdern eingeschlagen. Ich war nicht der Einzige, wenn ich mich richtig erinnere. So bin ich. Ich denke nicht über die Folgen nach, wenn ich austeile. Schaut mal, Jungs! Mors hat endlich diesen Wurm Gorol zurückgebracht. Einige haben gegen dich gewettet. Aber ich wusste, du schaffst es. Muss eine ganz schöne Jagd gewesen sein. Gorol weiß, wie man seine Spuren verwischt und wie man ein Schwert benutzt. Ich kenne dich seit 15 Jahren, aber ich hatte einen kleinen Funken Hoffnung, dir und deinem Köter zu entkommen. Aber lieber so, als von einem kleinen Scheißer wie dem hier gefasst zu werden. Halte deine Zunge im Zaum! Das ist nicht, was deine Mutter letzte Nacht gesagt hat.
Ich werde dir Respekt beibringen. Genug. Fass ihn nicht an. Mit einer Klinge in seiner Hand hättest du nicht die geringste Chance gegen ihn. Sag mir, wo ist Mormont? Der Lord Kommandant steht auf dem Platz mit den neuen Rekruten. Sie haben gerade ihren Eid abgelegt. Ah, also sind Sie jetzt eingeschworene Brüder der Nachtwache. Narren. Jetzt kannst du gleich ein Exempel statuieren. Nicht wahr, Mons? Mors, du hast diesen Verräter zurückgebracht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ich habe getan, was ich tun musste, Lord Kommandant. Deine Bescheidenheit ehrt dich. Rekruten, hört mir zu. Mors hier ist unser bester Fährtenleser. Da ihr nun eingeschworene Brüder der Nachtwache seid, wird er euch zu Grenzern machen. Er ist gerade von einer sehr heiklen Mission zurückgekehrt. Er hat Gorold aufgespürt, der den Weg eines Feiglings genommen hat und desertiert ist. Im Namen der Nachtwache danken wir dir, Mors. Ich weiß, wie schwer es für dich gewesen sein muss, Jagd auf einen Freund zu machen. Leon Mormont, ja, den kennt man auch aus der Serie, den guten Lord Kommandanten. Lord Kommandant während der ersten und, glaube ich, auch noch zweiten Staffel, ich bin mir nicht mehr sicher. Hat auch dieselbe Synchro wie in der Serie. Ich finde das schön. Schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann, die Ehre der Nachtwache über allen. Komm, wir sind keine Pussy, wir sagen die Ehre der Nachtwache über allen. Ich würde das gerne auswählen. Darf ich nicht? Hallo? Dann muss ich mit Enter. Ich habe der Wache okay. Einen Eid geschworen. Wenn wir unserem Wort und unserer Mission untreu werden, dann sind wir nichts. Wenn nur alle meine Männer so sprechen würden. Wenn wir schon dabei sind. Ich sehe nur 4 von den 9 Rekruten. Wo ist der 5? Jemand hat ihn letzte Nacht angegriffen. Meister Aemon kümmert sich im Moment um ihn. Einer unserer Brüder hat seinen Eid auf schäbigste Weise gebrochen. Der Verräter hat den armen Jungen dann zusammengeschlagen und ihn im Schnee mehr tot als lebendig zurückgelassen. Verdammt! Ich schwöre, ich werde dem Schwein bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Leider wissen wir nicht, ob der Junge seinen Angreifer wiedererkennen wird. Oder ob er überhaupt überlebt. Zu schade. Der Bengel war gewiss ein hübscher Junge. Zart wie eine Jungfrau. Schade, dass er mir nie über den Weg gelaufen ist. Der alte Hund ändert sich nie. Bald ist er tot, er soll ruhig reden. Was für ein Schwein, voll übertriebene Reaktion. Der alte Hund ändert sich nie. Du wirst deinem Ruf gerecht, Gorold, nicht wahr? Du kennst mich. Ich versuche immer für einen Lacher gut zu sein. Schweig, Verräter! Jedes Mal, wenn ich über einen Deserteur urteile, befällt mich ein bitteres Gefühl des Scheiterns. Als Lordkommandant der Nachtwache ist es meine Pflicht, aus euch wahre Brüder zu machen. Heute Morgen wart ihr noch Fremde. Aber jetzt habt ihr alle geschworen, den Eid zu ehren. Einige kommen zu uns als Ritter, die ihre Pflicht erfüllen. Andere als Verbrecher, gezwungen sich zwischen dem Galgen und der Mauer zu entscheiden. Sobald ihr das Schwarz anlegt, ist eure Vergangenheit Geschichte. Ihr müsst euch von alten Treueschwüren lossagen, eure Familie und Freunde vergessen. Es gibt sie nicht mehr. Keine Frau, keine Kinder, kein Land. Alles, was zählt, ist die Verteidigung der Mauer und des Reiches. Wir sind euer einziges Zuhause. Wir sind eure Pflicht. Wir sind eure neue Familie. Die einzige, die jetzt zählt. Vor mehr als 8000 Jahren, während der langen Nacht, war die Menschheit beinahe verloren. Unsere Vorfahren erbauten dann die Mauer, die ihr hinter uns seht. Dieses massive Bollwerk aus Eis ist 700 Fuß hoch und teilt den Kontinent in 2 Hälften. Es schützt das Reich der 7 Königslande vor den Gefahren jenseits der Mauer. Die Mauer zu verteidigen
ist unser Zweck, unsere Pflicht. Die Nachtwache erfüllt diese Aufgabe zuverlässig seit Jahrhunderten. Generation auf Generation. Wildlinge, Kälte, Wind und Ehrlosigkeit. Dies sind eure Feinde. Selbst mitten im Sommer, so wie jetzt. Wir haben alle unseren Eid vor den Göttern geleistet. Welche Götter dies auch sein mögen. Falls ihr Verrat an euren Brüdern übt, falls ihr diesen heiligen Eid brecht, in allen 7 Königslanden von Westeros würde euch nur eine Strafe erwarten. Der Tod. Genug des Geredes. Geralt hat unseren Eid gebrochen. Ach nee. Diesen Moment sollten sie nicht vergessen. Es ist auf die Rekruten bezogen, oder? Ja, nehmen wir mal das. Seht euch das genau an, ihr jungen Welpen. Vergesst das nie. Geralt, mein Freund, bereitet dich auf deine letzte Reise vor. Das ist alles, was ich erwarte. Geralt war für beinahe 15 Jahre ein Bruder der Nachtwache. Aber das hat keine Bedeutung. Er wird wegen Desertierens hingerichtet. Über unsere Aufgabe hinaus existieren wir nicht. Deine letzten Worte, Deserteur? Nach all den Jahren hier habe ich vergessen, was Wärme ist. Die Kälte hat mir die Erinnerung daran geraubt. Lacht ruhig beim Anblick eines elenden Deserteurs. Aber eines Tages werdet ihr vielleicht das Gleiche tun. Ihr werdet es nicht länger ertragen und alles tun, um wieder zu leben. Wenigstens habe ich es versucht. Los, Mors, und mach es richtig. Lebe wohl, alter Bruder. Lebe wohl, mein Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ihr werdet im Schatten der Mauer leben und sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Willkommen bei der Nachtwache. Mors, nimm Ronnet, Poddy, Keltiger und Patrick und stell eine Patrouille zusammen. Sorge dafür, dass sie ein bisschen weniger nach Sommer riechen, bevor der Winter kommt. In Ordnung, hör zu. Da ich euch beibringen muss, an der Mauer zu überleben, möchte ich sehen, was ihr mit einer Klinge in der Hand könnt. Versammeln auf dem Exerzierplatz. So. Ich hätte es bevorzugt, dir eine Atempause zu gönnen, Mors. Naja, in dieser Nacht und in allen Nächten und ja, schon ist wieder alles vorbei und das Tutorial ist auch weg und da neuer Eintrag, kann ich den nochmal eben nachlesen. So. Haltet die rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu bewegen und benutzt die Pfeiltasten oder WASD, ich glaube das geht auch, um euren Helden zu steuern. Drückt die mittlere Maustaste, um die Kamera zu zentrieren. Also eine ähnliche Steuerung wie The Last Remnant, glaube ich. Okay, reagiert sehr schnell. Das reicht aber jetzt auch alles für die erste Folge. Ich glaube, die ist lang genug. Und ja, es werden jetzt ab jede Woche wieder 3 Folgen davon kommen, wie gewohnt. Ich weiß noch nicht wann, weil jetzt hier zumindest ein Teil von dem Let's Play schon vorproduziert sein wird. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Deswegen macht's gut, bis es wieder heißt Let's Play Game of Thrones.